Hi, ich bin der Johannes und wir haben das Vergnügen, zusammen den Oxava zu probieren. Oxava, eine sehr alte historische Rebsorte, zeitweise ein bisschen in Vergessenheit geraten, war aktuell einen ganz kleinen Hype. Muss man sich so vorstellen, wie ganz grob formuliert, der kleine Bruder vom Chardonnay, etwas weniger Säure und eine brutale gelbe Frucht. Erinnert mich an mal an vollreife gelbe Mirabelle. Das Ganze hier ist von einem ca. 25 Jahre alten Weinberg. In kleinen Kisten geerntet, in der Korbpresse abgepresst und in einem speziellen Holzfass vergoren, wo die Böden aus Akazie sind. Das pusht ein bisschen dieses rauchige Gelbe. Und was ich erwähnt habe, diese Gelbfruchtigkeit ist super präsent, gepaart mit etwas Weihrauch in der Nase. Von dem Wein gibt es sehr wenig. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine Flasche trinken.